Was machst du hier, du Arschgesicht? Ja, was willst du von mir? Soll ich dich zum Brei hauen, oder was? Ja! Bam! Hast du genug? Was machst du da, du Wichser? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Von wo? So wird es also geregelt hier direkt, ne? Zeig dich, zeig dich. Komm raus. Wieso treffe ich den nicht? Weil ich scheiße bin. So, und schnell weg jetzt hier. Oh shit! So. Jetzt gehen wir aus dem Weg. Komm, gib Stoff, Junge. So, geht doch. Wow, wow, wow. Seht ihr, wie das wegschlittert? Musst du echt aufpassen, ne? So, das ging nochmal relativ gut aus, finde ich. Aber stimmt, die stellen irgendwie fast keine Fragen und ballern dich direkt über den Haufen, wenn du irgendwelche Faxen machst. Aber gut, dass Jones eine Knarre mitgegeben hat. Join the army. Let it snow, let it snow. Ah, wie weit ist denn die? Hier vorne ist die, glaube ich, oder? Hier vorne ist die Garage, genau. Ey, Garage, sag ich schon. Schrottplatz, mein ich. So, unsere ersten 400 Dollar sollten uns sicher sein, eigentlich. Hey, Auftrag ausgeführt. Wie lief's? War ein Klacks. Wenn man davon absieht, dass der Wagen ein paar Bimbos gehört hat, die mich umlegen wollten, als du weg warst. Ah, die Bombers wahrscheinlich. Hunter Street ist ihr Gebiet. Wegen der Vögel brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die hängen nur rum, klauen, reden Scheiße und rauchen Dope. Na, dann wollen wir mal sehen. Hübsch, keine Flecken, sauber. Woher hat so einer Geld für so eine Kutsche? Wahrscheinlich geklaut. Trotzdem hübsch. Wie viel wollte ich gleich nochmal dafür zahlen? 600.
Dein Kumpel gefällt mir, Joe. Hier sind eure 400 Mäuse. Kommt mal wieder vorbei, okay? Vielleicht ergibt sich ja wieder was. Alles klar, Mike. Wir sehen uns, Mike. Ich schau bald wieder vorbei. Okay, Jungs. Bis die Tage. Hier sind 300 für dich. 100 gehen an mich als Provision. Das nächste Mal kassierst du allein. Klasse. Danke, Joe. Okay, fahren wir nach Hause. Ich bin fertig. Vito ist schon eine coole Sau, oder? Erhöht er direkt mal wieder. Und ja, Provision ist, glaube ich, ganz gut. Joe macht uns ja erstmal überhaupt die Kontakte klar, deswegen soll er auch ein bisschen mitverdienen. Außerdem sind das die besten Freunde, also passt das schon. Geh weg! Wow! Kommt da von rechts einer angerauscht. Ich will mir nicht meine geile gepimpte Karre versorgen. Na also, hast den Job sauber über die Bühne gebracht. Nicht übel. Ja, ich bin beinahe abgeknallt worden. Ich habe den Krieg nicht überlebt, um in St. Island zu sterben. Hey, das ist eben Berufsrisiko, Alter. Sonst musst du die Branche wechseln. Außerdem, was anderes kannst du doch sowieso nicht. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Mach dir keine Sorgen, das wird schon alles. Wenn der gute Joe das sagt. Also, was ist jetzt mit diesem Broski? Es lohnt sich, den guten alten Mike zu kennen. Der Grießkram hat immer was am Laufen. Hauptsächlich handelt er mit gestohlenen Autos. Er hat mal eine Zeit gesessen. Ich habe gehört, dass er damals Tankstellen überfallen hat. Lässt du ihn die Reinigung für dein Jackett bezahlen? Nee, das lasse ich ihm durchgehen. Ich mache mit dem Kerl eine Menge Geschäfte. Außerdem dreht er schnell durch. Als wir mal auf der Rennbahn waren, hat ihm so ein scheiß Ire Bier über seine Glückskrawatte gekippt. Mike hat ihn vermöbelt, bis der auf einem Auge blind war. Wegen einer 10-Dollar-Wette. So ein Mistkerl. Man muss wissen, wie man mit diesen Typen umgeht. Und Mike ist ein Schmusekätzchen verglichen mit ein paar Jungs, die ich nach deiner Abfahrt kennengelernt habe. Wirst schon sehen. Okay, haben die ausgequatscht, dann würde ich jetzt zum Zielpunkt laufen. Also ja, habe ich ja schon vorhin gesagt, ist ein bisschen, klar, rassistisch so gesehen, wenn man das so aus der heutigen Sicht sieht, aber damals war das einfach gang und gäbe, sowas zu sagen, ja, was die vorhin gesagt haben. Ich möchte es nicht wiederholen. Hey, kann man hier irgendwo sicher parken? Ich will die Karre nicht so rumstehen lassen. Du parkst deinen Wagen neben meinem, in der Garage. Lass ihn nur nicht draußen stehen, sonst wird er gestohlen. Naja, diese Gegend ist nicht mehr das, was sie mal war, hm? Alles klar. So, dann ab zum Apartment. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Joe. Bisher hat er Vito noch keine Frau klar gemacht. Ich meine, will man das nicht als erstes, wenn man aus dem Krieg kommt, was Gutes zu essen und eine gute Frau oder nicht? Also ich weiß nicht. Wenn du hungrig bist, ist was zu essen im Kühlschrank. Ja, das Essen. Hast du Hunger, Vito? Nimm dir aus dem Kühlschrank, was du willst. Okay. Swift for Victory. Du-du-du-dum. Pin-up Girls hier überall. So. Stolzbier, Swift Cola, Sandwich. Und eine Flasche Cola. Cola statt Bier. Das ist mein Motto. Ins Bett legen? Das soll ein Bett sein? Das sieht aus wie eine abgeranzte Penner-Couch. Irgendwie. Oh, wir sind schon Kapitel 3.
Joes Tempel der Lustbarkeiten, Vito am Apparat. Vito, hier spricht deine Mutter. Mama? Ich wusste gar nicht, dass du Joes Nummer hast. Von wo rufst du überhaupt an? Hast du schon mit Mr. Pappalardo gesprochen, ob er einen Job hat für dich? Er hat gesagt, ich soll heute bei ihm vorbeischauen. Hoffentlich hat er Arbeit für mich. Gut, Vito. Viel Glück, mio bambino. Okay, ciao, Mama. Ist auch nicht gut, seine Mutti anzulügen hier. Boah, jetzt können wir uns aber mal was Schickes nehmen. Highschool, ne, das passt gar nicht. Naja, Cowboy geht auch gar nicht klar. Mit Sonnenbrille. Dann nehmen wir doch das normale. Sobald wir genügend Geld haben, holen wir uns auf jeden Fall so einen richtigen geilen Mafia-Boss-Anzug, oder? Das muss schon sein. Ich hab die Tür gar nicht geöffnet. Ich bin einfach durchgeflutscht. Coole Sache. Oh, hallo. Was ist? Läuft nichts im Radio? Kümmer dich um deinen Scheiß. Kriech vor meinen Füßen. Genauso. Putzi. Putzi, du Sau. Lass mir das. In the Philippines, United States troops fighting alongside local guerrilla forces have begun taking back the Pacific Nation's capital. Wenn ihr den Mist nicht leiser stellt, rufe ich die Polizei. US forces have completely encircled the sprawling city and are now facing a Japanese occupation force. Hey, mach mal leise. 50,000 strong. Early reports have already. Okay. So. Wow, was ist das denn alles? Ich glaube, es sind DLC. Ich glaube, es sind die ganzen Wagen aus dem Download Pack. Boah. Wow! Was habe ich hier alles für geile Wagen denn da? Aber wir müssen unbedingt den Hot Rod nehmen. Geile Sache. Boah! Das Gerät ein wenig außer Kontrolle hier. Aber geiler Sound. Gib mal ein bisschen Gas jetzt hier. Entschuldigung. Boah. Ist ja geil, ja. Geil, dass ich so viele Sachen bekommen habe damals. Die Complete Edition gab es ja nur auf Englisch, glaube ich. Die hieß auch nicht Complete Edition, sondern die Classic Edition. Die ist in England relativ billig. Was heißt relativ? Die ist richtig billig. Es gibt halt das Spiel, alle DLCs dazu. Das Problem an der Sache ist nur, das Spiel ist auf Englisch. Und zwar nur auf Englisch. Man kann es nicht umschalten oder sowas. Und ja. Aber wer damit kein Problem hat, der kann sich das am besten aus England holen. Die Classic Edition, wie gesagt, da ist alles drin. Der Wagen ist ultra schnell hier. Verdammte Bullen! Haut bloß ab. So, wir nehmen natürlich die Abkürzung, ne? Bin doch nicht bekloppt und fahr da links erstmal rum oder so. Das ist ja Benzinvergoldung und so, weißt du? Das ist wie Verschwendung. Das gibt gar nicht. Wir müssen auch an die Umwelt denken. Besonders bei so einem Motor, der einfach frei rumliegt und bei einem Hot Rod. Also der ist bestimmt sehr
umweltbewusst ausgestattet. So. Dann gehen wir mal zu diesem Papalardo oder wie er hieß.